Hallo Leute, diese Woche war Haushaltswoche. Ich muss jetzt zweimal reden, einmal zum Thema Landwirtschaft, einmal zum Thema Umweltschutz. Und ich sage euch eins, es geht aufwärts im Lande. Aber ein Thema überlagert alles. Das Thema Thilo Sarrazin. Auf allen Diskussionen, überall wo man Leute trifft, beschäftigt das die Menschen. Was hat er denn überhaupt gemacht? Also eins war vollkommen daneben und vollkommen verkehrt, dass er sich dazu äußert, zu gähnen. Das hätte er mal lassen sollen. Aber zum anderen, wenn eine einzige Person ein paar Thesen aufstellt und ein Buch rausbringt und 80% des Landes schreien auf und 100% der gesamten Medienlandschaft stürzen sich drauf, da muss doch was dran sein. Wie ist es denn im Land? Ich komme aus dem Erzgebirge, wir haben einen Ausländeranteil von 0,3%, da fällt es nicht auf. Aber geht mal rüber nach Neukölln, das sind 20, 30, 40% Ausländeranteil. Migranten heißt das heute. Und dass es da Probleme gibt, liegt auf der Hand. Ich habe vielerorts gehört, ja fast wie zur DDR, man darf nicht mal sagen, was man denkt. Und so weit darf es nicht kommen. Die freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut. Da lege ich auch ganz viel Wert drauf. Denn ich kenne es auch anders von DDR-Zeiten, dass Leute eingesperrt wurden wegen eines politischen Witzes. Und heute, na gut, wollen wir das Thema Sarrazin lassen. Aber das Thema der Integration der Migranten bleibt. Und dieses Thema müssen wir klären, gemeinsam. Die Politik, auch alle Leute im Lande, das ist ein richtiges Riesenproblem. Es geht mit der Bildung los, mit der Arbeit geht es weiter. Wenn wir das nicht schaffen, gibt es richtige Probleme in Deutschland. Und das wollen wir verhindern. In diesem Sinne, Leute, viele Grüße aus Berlin und einen Klick auf!